Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen in der Opel Arena. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Bruma. Vene. Moussa Niakate. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Latza. Super Einsatz vom Torhüter. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Und das sind die Schüsse, wo Torhüter zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. Der Ball war lange unterwegs, gut pariert. Der Ball kommt rein und die Situation ist wieder bereinigt. Ins Tor ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Ecke kommt in den 16er. Und das Tor! Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Und der Eckball kam gut rein, da sah man schon, dass es gefährlich wird. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da verlieren sie den Ball. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Karim Onisivo. Quaison. Jetzt ist es gefährlich. Sobotka. Hennings. Tolles Zuspiel. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Flanke jetzt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Da kommt die Ecke. Nee, da ist die Abwehr da. Da können sie erst mal klären. Gute Chance für eine Flanke. Sie versuchen es. Gut abgeblockt. Jetzt der Ballverlust. Gutes Pressing jetzt. Bruma. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Vene. Sieht gefährlich aus. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig.
Vene. Jeremias und Just. Ballverlust. Latza. Hennings. Tommy. Ball kommt in die Mitte. Vorne der Ballgewinn. Geht er rein? Da ist er frei. Er schießt, aber gehalten. Unglaublich, da waren schon alle geschlagen in dieser Situation. Nur der Torwart ist noch da und reagiert großartig. Die Ecke kommt. Die Abwehr holt sich den Ball. Kann er was draus machen? Quaison. Er passt ihn auf den Flügel. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen? Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Versuch. Wahnsinn. Er hält ihn. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Und das sind die Schüsse, wo Torhüter zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Ecke in die Mitte. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Vene. Jetzt kann er flanken. Ja, könnte was werden. Gute Chance. Abgewehrt vom Torwart. Zimmermann. Karaman. Tommy. Kahn Eiha. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Hereingabe jetzt. War das eng. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Macht er gut. Er schirmt den Ball ab. Jean-Philippe Mateta. Da hat er klasse gearbeitet. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Hennings. Zimmermann. Stöger. Berisha. Schöner Spielaufbau jetzt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Bernard Tekpetay. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Moussa Niakate. Karim Onisivo. Da verlieren sie den Ball. Da ist Platz. Es gibt hier Einwurf. Suttner. Zimmermann. Karaman. Klasse Pass. Schönes Zuspiel hier. Franke kommt weit. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Da wäre Platz für den Konter. Karim Onisivo.
Jean-Philippe Mateta. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Richtige Entscheidung hier, das sehen wir ganz deutlich. Sieht gefährlich aus. Ist hier immer noch am Ball. Ball kommt weit. Noch ist die Chance da. Robin Quaison. Flanke jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Der Ballverlust. Karaman. Stöger. Schöner Pass. Gute Aktion. Stark gemacht. Das könnte was werden. Karaman. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ah, da ist der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei. Der hätte er fast gehabt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Ein neuer Mann macht sich bereit. Wechsel jetzt bei Mainz 05. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Quaison. Gut gemacht. Gutes Tackling. Das gibt Einwurf. Bruma. Jean-Philippe Mateta. Was macht er draus? Karim Onisivo. Jean-Philippe Mateta. Gefährlich! Jetzt ist es gefährlich! Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhand. Tolle Reaktion vom Torhüter, da hat er gut aufgepasst. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse auf der Linie bewiesen. Der Ball kommt rein. Rüber auf die andere Seite. Moussa Niakate. Schrebski. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kann er was draus machen? Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Hat jetzt Anspielstation.
Latzer. Robin Quaison. Schön dazwischen gegangen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Spielt er den Ball in den Strafraum? Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Weg ist der Ball. Ja, mit viel Übersicht. Klasse Pass. Der Angriff könnte was werden. Hennings. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ein neuer Mann macht sich bereit, wechselt jetzt bei Mainz 05. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Die Ecke kommt rein. Regulär sind es noch 7 Minuten. Öztunali. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ball kommt an den langen Pfosten. Und jetzt gibt's hier Eckball. Jetzt der Eckball. Ist das schon der Siegtreffer? Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Was für eine dramatische Schlussphase. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Super, wie sie diesen Standard genutzt haben. Sowas ist einfach Gold wert. Hier nochmal dieser Treffer. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Bruma. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Jetzt die Flanke. Das ist doch gefährlich. Da wäre Platz auf außen. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Flanke kommt kurz. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Und da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay. Und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie.